Guten Morgen! Es ist Samstagmorgen. Ich habe mir erstmal meinen Jogginganzug ausgekramt. Oh, ich habe mich schon wieder eingesaut hier, oder? Nee, ist nur ein Fussel. Wir machen gerade Frühstück und haben heute länger geschlafen. Also ich. David musste früher raus, weil Elias nach ihm gerufen hatte. Das war lustig. Elias will immer zum Papa und Vivi immer zur Mama und Milan zu beiden. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen länger schlafen können mit den anderen beiden. Und deswegen frühstücken wir heute ein bisschen später. Aber ich muss auch sagen, ich bin aktuell so müde. Ich komme irgendwie gefühlt gar nicht aus dem Bett, wenn es so kalt und dunkel draußen ist. Fällt mir das auch schon immer so, so schwer. Und ja, ich mache heute wieder mal einen kleinen Alltagsvlog für euch. Ich war übrigens beim Friseur. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht hier mit dieser Frisur, die ich jetzt habe. Das war auch schon 2 Tage her. Ich glaube, spätestens morgen muss ich meine Haare wieder waschen. Aber sie sind ein bisschen dunkler. Ich mache das mal ein bisschen auf. Bisschen dunkler mit so ein paar helleren Highlights. Finde ich ganz schön. Und nächste Woche lasse ich mir die noch so ein bisschen verdichten. Da kommen noch so ein paar Tapes mit rein. Habe auch ein bisschen was abgeschnitten, weil die echt kaputt waren. Und ja, finde ich wieder schön jetzt die Farbe. Sieht sie wieder fresh aus. Ups. Mama, hol mal ein Kindermesser. Du musst das da hinlegen. Ich muss das da hinlegen. Das sieht ja lecker aus. Hat der Papa gemacht, ne? Lecker, Spiegel. Jetzt habe ich keins mehr, danke. Wie, haben wir keins? Ja, es waren drei eingetragen. Die Mama wollte auch. Der wollte auch jetzt eins. Hier auf einmal? Willst du auch eins? Ich will auch ein Spiegelei, ja. Kriege ich keins mehr? Doch, es gibt noch mit Schinken. Oh, das finde ich toll, ja. Was mein suchst du? Löffel. Ein Löffel? Da, oh, das ist Kindermesser, genau. Da ist noch ein für dich. Ehrlich? Mein so? So, wir haben gefrühstückt. Die Kinder sind schon nach oben abgehauen, spielen und wer räumt das jetzt alles auf, Schatz? Machst du das? Nein, ich bringe mir jetzt mal einen kleinen Snack. Ach schön, ja. So, mal schnell ein bisschen für heute schminken und fertig machen. Boah, meine Nägel sind schon wieder so tief eingerissen, so ein Upturn. Und ich bin eigentlich ja total stolz auf mich, dass ich jetzt ein halbes Jahr meine Nägel abhabe. Aber wenn ich mir so schöne Bilder auf Instagram ansehe, denke ich mir, oh mein Gott, ich vermisse meine Nägel. Ja, mal gucken, wie lange ich stark sein kann und die echten Nägel lasse. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall mein Make-up. Ich wollte sagen, heute wird das Bett von Elias aufgebaut. Das ist seit ein paar Tagen da und ich bin voll gespannt. Heute wird es aufgebaut. Leider ist Vivians neues Bett noch nicht da. Also die haben ja immer noch diese Gitterbetten. Und ja, jetzt mit 3 wird es vielleicht Zeit, mal ein neues Bettchen zu bekommen, größeres. Und auf dem Bild habe ich mich total in das Bett verliebt. Ich bin voll gespannt, wie ihr es findet. Ich zeige es euch nachher, wenn es aufgebaut ist. Und wie gesagt, das von der Vivian dauert leider noch 4 Wochen. Es hat total lange Lieferzeit. Also sie muss sich noch ein bisschen gedulden. Aber meine Schwägerin, die ja auch Zwillinge bekommen hat, die Schwester vom David, die braucht auch die Bettchen, weil wir tauschen ja immer untereinander die Sachen. Weil ihre Twins auch jetzt langsam ein bisschen zu groß sind für das Beistellbett. Und dann kann sie zumindest schon mal eins bekommen. Und dann müssen wir jetzt halt nur 4 Wochen irgendwie überbrücken, bis sie das andere bekommt. Weil es ist ja auch unsinnig dann, dass sie alles nochmal neu kauft, wenn wir die ganzen Sachen ja da haben. Und ja, so tauschen wir uns untereinander immer aus. Also mein All-Time-Favorite-Make-up ist ja eigentlich wirklich immer das Magic Finish. Aber wisst ihr, was ich auch ganz geil finde eigentlich? Das ist jetzt keine Werbung oder so. Das habe ich auch mal zugeschickt bekommen von Cass Berlin, heißen die. Dieses CC-Cream. Richtig leicht, guck mal, wie das rauskommt. Das kommt so grün oder so raus. Und wenn man das aufträgt, dann passt es sich so auch der Hautfarbe an. Und es ist so super lightweight, also überhaupt kein krass deckendes Make-up oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mag ich auch irgendwie gar nicht mehr so gerne. Ich will immer, dass das Feuchtigkeit spendet und ein schönes, natürliches Hautbild macht. Und dass ich vor allem halt nicht so cakey aussehe. Und das ist mit dem echt ganz schön. Also die Haut schimmert auf jeden Fall noch komplett durch. Es ist nicht so deckend. Das Magic finde ich ist auf jeden Fall deckender. Aber auch eher natürlich, würde ich sagen. Und welches noch ein bisschen deckender ist, was ich auch voll gerne benutze, was aber leider aktuell ausverkauft ist, ist von Magic Finish von der Serie. Das ist auch schon fast leer.
The Supercharge Serum Foundation. Auch sehr, sehr geil. Noch deckender. Also ich würde sagen, super leicht, mittel und deckender. Aber auch nicht so extrem stark. Weil das mag ich gar nicht mehr. Da habe ich auch noch welche, die sind mir zu krass. Macht auch ein sehr, sehr schönes Hautbild. Magic finde ich sowieso. Wenn ich dran denke, setze ich euch mal einen Link rein. Fürs Magic finde ich, weil da habe ich ja noch einen Rabattcode. Das ist jetzt im Oktober. Moment, lass mich überlegen. Saskia-10. Da könnt ihr nämlich nochmal 15% auf die Asam Beauty Produkte sparen. Ich habe auch den Adventskalender schon da. Boah, der ist wieder so geil geworden, ohne Scheiß. Ich finde die Adventskalender von Asam, ich persönlich finde die immer am besten. Weil auch der Inhalt, das sind halt so keine Probiergrößen oder so. Das sind halt so richtig hochwertige, geile Kosmetikartikel. Den kriegt immer meine Mama geschenkt. Die fragt schon immer, hast du wieder einen Asam-Kalender? Und ich habe den einmal für Make-up und einmal gibt es den so für Pflegeprodukte. Ist richtig schön. Ja, ich mache auf jeden Fall jetzt mal mein Make-up. Ich brauche unbedingt einen neuen Augenbrauenstift. Da habe ich jetzt auch nur noch den von Cass übrig. Der ist mir aber ein bisschen dunkel. Dann mag ich tatsächlich immer noch den von Anastasia Beverly Hills am liebsten oder von Maybelline. Den muss ich mir auf jeden Fall wiederholen, weil der finde ich ein bisschen dunkel. Ich habe auch immer noch so die Reste von meinem Microblading, was ja jetzt schon, boah, 5 Jahre zurückliegt oder so. Vielleicht müsste ich das mal auffrischen, das sieht auch nicht mehr so geil aus. Aber trotzdem bin ich voll zufrieden, ich würde es immer wieder machen, weil ich halt von Natur aus irgendwie kaum Augenbrauen habe, ne? Krass, guck mal, ich habe gerade ein altes Bild von meinem Bauch gefunden auf meinem Handy. Das ist so Wahnsinn, was der für eine Entwicklung gemacht hat, generell seit ich das erste Mal schwanger war. Ich habe irgendwie gefühlt 5 verschiedene Bäuche in meinem Leben jetzt gehabt. Ja, so sah der aus und das war auch schon, ja, ich glaube so ein Jahr, nachdem die Twins geboren wurden. So, schon mal alles freigeräumt, damit genug Platz ist zum Aufbauen. Und die Twins streiten sich. So, es haben sich wieder alle beruhigt. Dieses Bett hier kommt weg, das stand die ganze Zeit hier. Und das neue Bett kommt dann hier vorne hin. Wir haben jetzt die ganzen Teile hier nach oben getragen. Wir sind jetzt hier gerade am Spielen. Ich hatte eigentlich gerade dieses Zimmer oder beziehungsweise diese Schublade aussortiert und aufgeräumt. Aber jetzt haben wir eh wieder die ganzen Puppen angezogen. Du musst die Haare waschen, das stimmt wirklich. Ja, vor allem ist deine Puppe nackt. Milan ist im Indoor-Spielplatz jetzt mit einem Freund und wir bleiben heute, glaube ich, erstmal auf jeden Fall zu Hause. Wollen aber dann noch mal ein bisschen raus auf den Spielplatz, weil das Wetter so schön ist. Was wollte ich denn sagen? Nein. Stopp, halt. Ich wollte sagen, ich muss euch unbedingt noch die Halloween-Deko zeigen. Ich hatte schon ein Video auf Instagram gepostet. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ist richtig krass dieses Jahr geworden. Und am geilsten sieht es natürlich aus, wenn die Beleuchtung an ist. Ich musste jetzt aber alle Batterien erstmal ausmachen, um es zu schonen, damit ich für Halloween dann nicht wieder alles austauschen muss, weil das ist ja schon ein bisschen Batterieverschwendung. Genau, aber das sieht richtig, richtig cool aus. Und alle Kinder, die hier vorbeilaufen, bleiben stehen und gucken. Das ist nicht Elias Barbie. Aber er darf bestimmt auch ein bisschen damit spielen, oder? Das ist nicht deine Barbie, Elias. Die war mal der Oma, die ist ganz alt, diese Barbie. Die Barbie ist schon, boah, 50 Jahre bestimmt alt oder mehr. Bevor ich jetzt gleich Mittagessen koche, dachte ich mir, ich zeige euch kurz die Halloween-Deko draußen. Elia spielt gerade so schön im Garten und die Vivian ist auch beschäftigt. Und David baut unten Regale auf, dass wir im Keller und in diesem Chaos-Zement endlich auch mal Ordnung schaffen. Weil wir wollen ja da unbedingt so ein, oder ich will das unbedingt, für die Kinder so ein Turnzimmer machen. Schon seit wir eingezogen sind, guck mal, jetzt wohnen wir schon 1,5 Jahre hier. Haben es immer noch nicht geschafft. Ich zeige euch mal kurz auch das Zimmer, weil das ist echt over and out, ohne Scheiß. Bitte nicht erschrecken. Ich glaube, jeder hat ein Chaoszimmer, aber unseres übertrifft wirklich alles. Oh mein Gott, es ist einfach alles vollgestellt. Es ist eine Katastrophe, muss auch sagen, es sind halt super viele Kartons, ganz viel Werkzeug, weil das möchte der David auch alles unten ordentlich irgendwie verräumen. Dann haben wir hier schon neue Matratzen für die Kinder.
Und ganz viele Kartons, die wieder weg können. Und oh, es ist einfach mega viel. Und bitte der Elias, der ist gerade da hinten so süß. Okay, ich zeige euch die Halloween-Deko. Ich habe einmal hier so einen süßen Türkranz, den hatte ich bei Amazon bestellt. Und eigentlich hatte ich hier überall Fledermäuse. Die muss ich nochmal mit was anderem befestigen, weil die sind mir abgefallen. Irgendwie hat das Tape nicht gehalten. Also so sieht es aus. Sieht halt noch viel cooler aus, wenn das Licht an ist. Und ich will unbedingt, ja, hier sehe ich auch, man muss es immer ein bisschen optimieren jeden Tag. Der hier wirkt hier irgendwie gar nicht. Ich glaube, ich muss den doch wieder hier vorne hinsetzen. Auf die Treppe, weil der geht hier so ein bisschen unter mit den ganzen Sachen. Ich kann euch mal ranführen. Die Jess hatte mir auch geholfen beim Dekorieren. Und ich finde, das ist richtig cool geworden. Vor allem die Lampen, wenn die nachts an sind, das ist richtig toll aus. Und was ich auch richtig feiere, sind diese Hexenhüte. Wir haben hier noch überall Lämpchen mit reingemacht. Also nachts leuchten, die könnt ihr euch mal bei Instagram angucken, da sieht man das. Ja, das ist unsere diesjährige Halloween-Deko. Wir haben noch mehr vor unserem Zaun. Ich bin gerade so genervt, wirklich. Wir haben für das Bett zum Aufbauen extra so Handwerker bestellt. Die hatten auch damals unsere Schränke aufgebaut und so. Und diese Betten sind manchmal gar nicht so einfach. Deswegen haben wir den herbestellt und er kommt einfach nicht. Ich liebe es, dass die Leute einfach so unzuverlässig sind. Gestern noch telefoniert, alles war fix. Er ist jetzt schon eine Stunde zu spät, er geht nicht ans Handy, er reagiert nicht auf die Nachrichten. Ich persönlich könnte ihn schon wieder komplett ausrasten. Und David wollte halt in der Zeit, wo er oben das Bett aufbaut, unten die Regale aufbaut, macht er jetzt schon den ganzen Morgen. Hätten wir das gewusst, hätte David natürlich direkt das Bett aufgebaut. Ja, ist auf jeden Fall total geil. Dann machen wir vielleicht das Bett morgen. Ich weiß nicht, ob er jetzt heute überhaupt noch auftaucht. Man sitzt ja auch die ganze Zeit zu Hause und wartet und hat seinen Tag danach geplant. Sonst hätten wir mit den Kindern auch draußen was unternehmen können. Kann man zwar immer noch, Gott sei Dank. Wenn nicht, gehen wir dann jetzt gleich. Aber ey, sowas nervt mich ja echt total. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz, boah, unsere Möbel sind ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Draußen, vor allem die Kissenbezüge. Ich habe jetzt schon die von den Kindern in die Waschmaschine geschmissen und die anderen wollte ich jetzt auch noch abziehen. Wir müssen auch unbedingt mal die Terrasse abkächern. Guckt mal. Durch dieses ganze Unwetter und so, die ist total schmutzig geworden. Ich habe jetzt hier mal rumgekehrt, aber jetzt schaut euch mal bitte den Möbel an. Boah. Das ist richtig, richtig mies. Also ich muss jetzt nach und nach das alles abziehen und waschen. Und ich fange jetzt mal hier mit an, gucken, wie schlimm das aussieht. Gott sei Dank kann man es ja waschen. Ja, und es ist ja auch hier überdacht, sonst hätte ich das natürlich gar nicht hier stehen. Aber trotzdem ist es ja ein offener Bereich praktisch und der Wind ja, zieht trotzdem rüber unter Dreck und so. Also das versuche ich jetzt mal abzumachen. So, wir sind wieder zu Hause. Mama, ich hab das angetan. Oh nein, mach das nicht. Aber noch ein Spiel. Nein, bitte nicht. Eine. Bitte nicht machen, okay? Bitte nicht. Zwei. Bitte nicht. Okay. Ich hab zwei. Sie haben Eicheln gesammelt und trugen sie in ihr Getränk. Zwei. Also wir waren nämlich gerade draußen. Fahrradfahren auf dem Spielplatz. Zwei. Milan ist immer noch nicht da, der ist über den ganzen Tag weg. Ich hab noch vier. Ich hab zwei. Ich will nicht. Könnt ihr euch bitte nicht streiten? Ich hab keine mehr. Hört mal bitte auf. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Ich will. Die hab ich. Du hast doch zwei. Aber ich will. Hey, hör mal auf, er verschüttet schon. Hör bitte auf. Warte doch kurz. So, ich zeig euch mal kurz, was David heute gemacht hat. Der hat hier so ein Regal aufgebaut für sein Werkzeug, dass es schon mal oben wegkommt wenigstens. Das hat er auch übrigens hier hinten schon gemacht. Hier haben wir auch noch so ein paar Sachen. Noch ein paar mehr Regale einfach ergänzt, die hier noch gefehlt haben. Das Problem ist hier, da würde ich glaube ich die mittlere Schiene rausnehmen, weil da kann man irgendwie gefühlt gar nichts stellen. Ich muss hier auch mal mir ein Organisationssystem überlegen. Da haben wir gerade keine Verwendung für. Er wollte es jetzt nicht hier vor die Heizung stellen, das muss auch noch alles weg. Also hier ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Aber ich bin total froh nach wie vor mit diesem Regal hier unter der Treppe, was der Schreiner uns gebaut hat. Das haben wir von Anfang an gesagt, dass wir diesen Platz ausnutzen wollen. Und da habe ich ja die ganze Deko drin für Weihnachten.
Eigentlich voll schade, dass man das ja, dafür nutzt, aber ist auf jeden Fall praktisch. Und das sieht wenigstens dann immer so ordentlich und gepflegt aus. Ach, was ich euch noch zeigen wollte, ich habe jetzt ja die Auflagen gewaschen und tatsächlich gingen ein paar Flecken nicht mehr raus. Ich könnte gerade heulen. Guckt mal. Ich weiß nicht, wie ich das rauskriege. Ich versuche mal mit so einem Fleckenmittel irgendwie. Und hier habe ich auch noch einen Fleck, der nicht rausging. Ja, und hier sind überall so ein paar kleine Flecken, die auch mit dem Waschen nicht rausgingen. Genauso auch bei der Kinderbank. Die wasche ich nämlich auch immer. Hier ist alles okay, aber schaut mal hier. Diese krassen Flecken gehen gar nicht raus. Macht mich ein bisschen traurig. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das dann rauskriege. Aber die größten Flecken auf jeden Fall gingen raus, weil hier war ja wirklich alles so richtig verfärbt. Das ist schon okay. Ja. Und ich habe wieder eine Trilliarde Socken, obwohl ich nicht weiß, wo der andere Socken dazu ist. Guckt euch das mal an, bitte. Das ganze Ding ist voll mit Socken, die nicht zueinander passen. Ich check's einfach nicht. Muss man nicht verstehen. So, es wird schon langsam dunkel, aber wir sind jetzt nochmal schnell zum Garten von der Oma gefahren. Wir waren jetzt auch schon länger nicht hier. Die ja, haben hier auch alles umgegraben und sind am Neumachen, ist aber auch noch nicht fertig. Aber ich konnte es euch ja gerade mal ein bisschen zeigen. Das ist, ich glaube, es wird sehr, sehr schön. Und es ist vor allem so cool, wenn man dann mit den Kids auch mal hierher kann und irgendwie hier als Familie zusammen grillen können. Ja, ich zeige es euch mal. Hier wurden auch fast die gleichen Pflaster verlegt, die wir auch bei uns haben. Und der Garten ist auch ziemlich groß. Also echt cool, kann man echt viel draus machen. Hier drüben die Terrasse. Und hier drin ist es auch schon richtig süß geworden. Guckt mal, richtig schnucklig, oder? Das ist auch noch aus unserem alten Haus. Ich dachte, ich mache hier jetzt einfach mal ein bisschen sauber, wenn ich schon mal da bin. Die Konsole ist von unserem alten Haus, der Tisch. Und die Küche haben sie neu geholt. Das finde ich richtig gemütlich hier drin. Also das ist eine Gartenhütte, das sieht man nicht wirklich, oder? Richtig süß. So, wir sind wieder zu Hause. Und Mila kommt jetzt endlich auch mal nach Hause. Da war ich den ganzen Tag unterwegs. Die Twins sind schon in der Badewanne. David passt kurz auf. Und ich fange jetzt an zu kochen hier. Und was ich immer mache, ohne Scheiß, ich höre immer dabei einen Podcast. Und am liebsten höre ich jetzt aktuell diese ganzen Verbrecher-Podcasts. Diese True Crime und das perfekte Verbrechen und so. Ich finde es voll spannend. Und dabei koche ich jetzt. Ich mache jetzt einfach nur eine Kartoffelsuppe mit Würstchen. Mila hat nämlich dort schon gegessen und ja, wir haben auch zwischendrin als gesnackt. Und ich habe jetzt irgendwie voll Bock auf eine deftige, geile Suppe. Ja, das mache ich jetzt. So, Kids schlafen und ich muss mir jetzt, ich habe wirklich seit ein paar Tagen wieder so entzündetes Zahnfleisch. Voll ätzend. Das habe ich immer, wenn mein Immunsystem geschwächt ist. Ich mache mir da jetzt nochmal hier von der Apotheke dieses Zeug drauf. Fokussiert das auch oder? Pyraflex heißt das auf jeden Fall da. Genau. Mache ich jetzt mir mal drauf. Das brennt immer wie die Hölle, wirklich. Hier steht noch der Hustensaft von der Vivi. Weil die hustet seit ein paar Tagen. Und nimmt zwar am Tag jetzt Hustensaft, aber das ist nicht so wild. Und ich mache mir das Zeug jetzt drauf und dann bearbeite ich dieses Video für morgen. Und ey, übrigens, dieser Typ wegen dem Bett kam einfach gar nicht, ne? Also er hat sich weder gemeldet, noch zurückgerufen, noch irgendwas. Kein Lebenszeichen. Mehrmals haben wir ihn versucht anzurufen, per WhatsApp kontaktiert. Der Typ hat sich einfach gar nicht gemeldet. Ey, es ist so assi, wirklich. Es ist so ätzend, dass man auf Handwerker halt so angewiesen ist. Wie heißt es das schön? Wenn du zählen kannst, dann zähl auf dich. In diesem Sinne, einen schönen Abend, beziehungsweise schönen Tag. Ihr seht das Video ja ab morgens. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald.